Moin Leute, ich bin der Steffen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es gab jetzt ja wieder einen neuen Road to Battlefield 4 Blog-Eintrag, diesmal zu den Fahrzeugen, und ich möchte euch in diesem Video das Wichtigste davon zusammenfassen. In Battlefield 3 hatten wir immer drei Anpassungen pro Fahrzeug. In Battlefield 4 werden es jetzt auch mal ein paar mehr sein. In den meisten Fällen ist es eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe, eine Gegenmaßnahme, eine Optik und ein Extra. Dazu kann man als Bordschütze des Panzers es so ähnlich machen wie der Schütze des Angriffshelikopters. Man kann also auch Anpassungen mitnehmen, man hat in dem Fall aber nur eine Optik und ein Extra. Der im Angriffshelikopter hat ja noch eine Sekundärwaffe. Und es gibt natürlich auch wieder ganz viele Tarnungen für so ziemlich fast alle Fahrzeuge. Neu ist außerdem der Critical Hit. Wir haben nicht mehr wirklich direkt das System aus Battlefield 3 mit dem kampfunfähig machen. Das heißt, das Fahrzeug wurde ja ein bisschen beschädigt und irgendwann ist es halt kampfunfähig. Da bekommt es nacheinander Schaden, wenn es halt nicht repariert wird, und geht da irgendwann von alleine kaputt. Das führte halt zu dem Problem, dass viele halt vorher rausgesprungen sind, die zum Beispiel kein Pionier waren, weil die konnten ja nichts machen, waren halt zum Beispiel Versorger. Ding war fast kaputt, dann springen die raus und lassen es dann irgendwann abfackeln, bis es kaputt ist oder irgendwer klaut es, was ja noch viel schlimmer wäre. Und das soll in dem Fall ein bisschen verhindert werden. Denn im BF4 wird diese Art Kampfunfähigkeit eher dadurch hervorgerufen, dass mehrere Treffer nur an einer Stelle sind. Das heißt, ich kann nicht mehr wie in Battlefield 3 meine ganzen Raketen irgendwo auf den Panzer hauen und irgendwann ist er kampffähig. Nein, die müssen dann wirklich nur auf diese eine Stelle gesetzt werden. Und dann ist es erst dort wirklich, kann man sagen, in der Art kampfunfähig. Die Selbstheilung wirkt aber trotzdem noch. Das heißt, ich kann also auch im Fahrzeug als Versorger, Assault, was auch immer sitzen. Mein Fahrzeug wird sich dann irgendwann doch wieder heilen. Um das noch ein bisschen anzupassen, haben sie jetzt auch die Schwachstellen etwas geändert. Also im Prinzip bleibt alles sehr ähnlich. Das heißt, vorne am wenigsten Schaden, in der Mitte hat den mittleren Schaden und hinten hat die meisten Schaden. Dazu haben wir jetzt die meisten Fahrzeuge noch oben eine Schwachstelle. Das heißt, wenn ich mit einer Javelin zum Beispiel schieße, die ja von oben meistens einschlägt, bekommt das Fahrzeug noch mehr Schaden als sonst. Oder halt einen Raketenwerfer oben auf den Panzer drauf schieße, ist der Schaden halt höher, als es in Battlefield 3 der Fall war. Bei den Jets gibt es jetzt auch Veränderungen. Wir haben ja eigentlich in Battlefield 3 ja gehabt, dass wir diese A10 zum Beispiel hatten, die Jets, die ein bisschen mehr gegen Fahrzeuge waren, und eher eine F18, die halt eher gegen Luftkämpfe ausgelegt waren, hatten aber letztendlich die gleichen Anpassungen. Und Battlefield 4 haben die jetzt unterschiedliche. Das heißt, der Stealth Jet, der halt gegen Luftziele ausgelegt ist, hat halt wirklich diese Anpassungen gegen Luftziele, und der Attack Jet, der halt gegen Bodenziele ausgelegt ist, hat halt eher Raketen oder ähnliches, was wirklich gegen Bodenziele ausgelegt ist. Die Aufgabengebiete der Helikopter haben sich auch etwas verändert. Die Little Birds sind jetzt noch ein bisschen schneller, ein bisschen leichter zu steuern. Die drehen sich also etwas schneller als in Battlefield 3, um halt den Fokus noch mehr auf Infanterie und halt auf leichte Fahrzeuge zu legen. Dazu andersherum, die Angriffshelikopter sollen jetzt noch mehr auf Fahrzeuge legen, auf gepanzerte Fahrzeuge. Deren Power soll halt wirklich wieder daraus bestehen, das Ziel ist der Panzer und nicht irgendwelche random Sniper auf einem Kran. Bei den Patrouillenbooten gab es für DICE recht große Probleme, dass sie nicht zu stark sind, nicht zu schwach, dass man die irgendwie so reinbringen kann, dass sie einen Sinn haben. Sie sind jetzt so gesehen die Panzer des Wassers. Sie sind recht vielseitig einsetzbar gegen viele Ziele, selbst gegen Jets zum Beispiel, dienen dabei noch als mobile Spawnpunkte wie so ein Transporthelikopter. Dafür ist aber auch deren Einsatzgebiet begrenzt, also sie können ja halt nur auf dem Wasser kämpfen und können halt zum Beispiel keine Flaggen einnehmen. Und letztendlich gab es auch Anpassungen an der Luftabwehr. Im Battlefield 3 haben wir es ja so, die Luftabwehr hat zum Beispiel nur eine Sekundärwaffe und das ist halt ein Wärmesucher. Und im Battlefield 4 soll es jetzt mehrere Primärwaffen geben und mehrere Sekundärwaffen. Manche sind halt besser gegen Helis, manche sind besser gegen Jets. Und dabei sind die auch noch so angepasst, dass manche Ziele zum Beispiel, also manche Raketen, auch ihr Ziel hinter einer Deckung irgendwie treffen können. Natürlich ist der Schaden in dem Sinne geringer. Und dann gibt es halt Raketen, die sind halt eher dafür ausgelegt, wenn der Jet zum Beispiel ganz weit oben in der Luft und gerade fliegt, dass ich halt die dann treffen kann. Die Rakete fliegt dann zum Beispiel ein bisschen schneller, macht dafür aber auch ein bisschen mehr Schaden, weil damit könnte ich zum Beispiel nicht einen Jet treffen, der gerade hinter ganz vielen Bäumen ist. Da würde die zum Beispiel nicht wirken. Na gut, hoffentlich hat das Video gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und ja, dann sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.